Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Gärtnerei Reisner. Heute werden Gurken, Zucchini und Kürbispflanzen angebaut und dazu werden jetzt einmal Töpfe befüllt. Als Substrat verwenden wir hier jetzt ein schwach gedüngtes Substrat. Die Töpfe sind jetzt einmal alle fertig befüllt und jetzt fangen wir mit dem eigenen Anbau an. Als erstes wird die Sorte Hopplein angebaut, das ist eine kleine Snackgurke. So, bei der Snackgurke werden jetzt einmal 4 Rahmen angebaut. Egal ob Gurke, Zucchini oder Kürbis, alle drei Pflanzen werden gleich angebaut. Das heißt, sie müssen ungefähr 1 Zentimeter unter die Erde noch gedrückt werden. Ich habe mir das aber so angewöhnt, das Saatgut vorerst schon auf den Topf, auf die Erde oberflächlich draufzulegen. Dann weiß ich, überall ist sicher Saatgut drauf und dann kann ich es beruhigt schrittweise in die Erde ganz leicht hineindrücken. Wie gesagt, nicht so tief, eher weiter oben, weil das ist uns schon passiert, dass der Samen zu tief gekommen ist und ja, der hat es dann gar nicht aus der Erde herausgeschafft. Jetzt sind alle Samen drinnen in der Erde und damit man jetzt aber auch weiß, was das jetzt ist, wird jeder Topf etikettiert. Als nächstes wird eine Schlangengurke angebaut, die Sorte Lucky Cucumber. Hier bauen wir 6 Kisten an. Gurken, Zucchini und Kürbis sind übrigens die einzigen Pflanzen, die bei uns direkt in Töpfen angebaut werden. Der Grund dafür ist auch, weil das sind sehr schnellwüchsige Pflanzen. Darum werden die auch relativ spät erst angebaut. Also ab April kann man bis in den Juni hinein anbauen, weil sie auch sehr wärmeliebende Pflanzen sind. Und das eben erst nach den Eisheiligen möglich ist, das Setzen. Wie man jetzt sehen kann, der Kürbissamen, der ist jetzt schon um einiges größer und man sollte jetzt auch immer darauf achten, dass der Samen schon eben liegt und dass man dann genau so reindrückt. Musik
So, jetzt bleiben uns noch 12 Rahmen über und da kommt jetzt eine grüne Zucchini-Sorte rein. So, jetzt ist alles eingegossen und in einer Woche schaut es dann schon ungefähr so aus. Kürbis, Zucchini und Gurkenpflanzen gehören alle zur Familie der Kürbisgewächse und die sind sehr schnell wachsend. Hier kann man sehen, die Pflanzen vor 2 Wochen haben bereits dieses Stadium hier erreicht. Das geht wirklich sehr rasch und ja, die kann man dann bald ins Freie setzen. Ende Mai am besten. Das war's wieder für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!